Hallo, heute möchte ich Ihnen den Rauchgenerator vorstellen. Moment mal, was habe ich denn da produziert? Freunde, heute möchte ich euch nochmal erklären und zeigen, was der Generator kann, was es für Möglichkeiten gibt. Und nicht dieses Gestottere von vor 3,5 Jahren. Freunde, es geht um den Kaltrauchgenerator. Ganz beliebt bei vielen Leuten zum Räuchern, zum Smoken, zum Grillen. Und ich zeige euch heute meine drei Modelle. Das ist der große, der ist 100x100x400 hoch. Das ist der mittlere, 80x80x400 hoch. Und das ist der kleine, ganz kleine Bruder. 60x60x400 hoch. Das war meine Anfangszeit. Damit habe ich das Räuchern quasi mit dem Generator gelernt. Aber wenn ihr hier mal reinschaut, die Chips und alles, das hat nicht so, der ist nicht so effektiv. Ich musste teilweise jede Stunde einmal rauslaufen, gucken, oh, sind die Chips durchgerutscht, muss ich da was nachstochern oder ist der leer? Bei den mittelgroßen, wenn man mal da reinschaut, sieht das schon alles ganz anders aus. Also vom Volumen her, von der Menge her der Chips, da passt schon viel, viel mehr rein. Jetzt schauen wir uns mal den großen Bruder an. Also, da haben wir gar keine Schwierigkeiten, dass wir die ganze Geschichte irgendwie... Ich mache die voll oder ich mache den Generator voll. Mach den unten an, wie ich das auch halt am Anfang hatte. Ich hatte nur ein Loch auf einer Seite. Die Praxis mit der Zeit, die Erfahrung hat gebracht, wenn wir es von beiden Seiten anzünden, die Chips rutschen die ganze Zeit runter, werden gleichmäßig verbrannt und nicht nur in so einem Bogen verbrannt. Deswegen, wir haben quasi halt hier den Verbrennungsradius und die Chips können perfekt nachrutschen. Das ist halt der ganz große Vorteil. Und der ganz große Vorteil ist zu dem ganz kleinen, wir haben hier eine Rauchdauer maximal ungefähr 3 Stunden. Da ist aber wirklich, wir sind da am Rand, 3, 3,5 Stunden maximal. Je nachdem, Wetterverhältnisse, Luftfeuchtigkeit und, und. Bei diesem Modell kommen wir schon bis zu zwischen 6 und 8 Stunden. Da geht es aber auch dann halt wieder, wie stark ist die Pumpe, wie sind die Wetterverhältnisse. Bei dem großen sind wir schon bei zwischen 10 und 12 Stunden. Die meisten Leute wollen ja auch voll machen, über Nacht räuchern, wo ich eigentlich kein Freund von bin, aber es muss jeder für sich selber wissen. Da haben wir zwischen 10, also 9 und 12 Stunden, würde ich sagen, mit einer Füllung. Chipsgröße 3 bis 10 mm, die perfekte Körnung. Diese gibt es, keine Werbung, bei eBay, bei Amazon zwischen 12 und 14 Euro, 15 Kilo Buchenchips. Wir machen voll, dazu brauchen wir natürlich auch eine Pumpe. Ich habe hier schon seit 3,5 Jahren die Osaga 9502. Bitte nicht falsch verstehen, das ist auch keine Werbung, das ist auch kein richtiger Preis. Ich werde mir jetzt nach 4 Jahren dieses Jahr eine neue gönnen, weil die hat auch schon echt viele Stunden gearbeitet und viel Arbeit gemacht. Zur Wartung habe ich euch auch ein Video schon mal hochgeladen. Diese ist perfekt, die können wir einstellen. Die hat 2 Membranen, die können wir regeln. Am Anfang brauchen wir haben hier auch sogar, die hat 5 Watt. Die macht 7,2 Liter die Minute, also sind in der Stunde 432. Man sagt, bei so einem Kaltrauchgenerator, um den zu betreiben, brauchen wir minimal 200 Liter, sollte die Pumpe die Stunde machen. Ja, und die Schläuche sind 4 mm Innendurchmesser, werde ich ganz oft gefragt, 4 mm Innendurchmesser und 6 mm Außendurchmesser. Hier haben wir 8 mm innen. Moment, das ist zu fest. Was haben wir hier? Wir haben das Röhrchen konisch nach vorne und wir haben hier so ein, das sind 2 Bauteile, die nicht aus Edelstahl sind. Und zwar ist das einmal dieser Ring und zwar haben wir den aus Kupfer genommen, damit wir hier, es reicht schon, wenn wir per Hand fest anziehen und dass wir das Röhrchen nicht bewegen können. Und deswegen haben wir diesen Kupferring genommen. Und das zweite ist der Deckel, der ist aus Holz. So. Eigenschaft ist, die Luft kommt hier rein, wird durch ein 2 mm oder 2,5 mm Loch rausgeblasen
Der Rauch wird von unten hochgezogen und wird durch das Rauchrohr nach außen gepustet. Das Schöne ist, wenn wir eine Pumpe haben, mit der wir die Luft einstellen können, dass wir die Rauchmenge regulieren können. Am Anfang, die ersten 15 Minuten, lasse ich die Pumpe bei voller Leistung laufen. Nach 15 Minuten wird die ungefähr runtergedrosselt auf 25% der Leistung. Das reicht vollkommen. Der Generator macht viel, viel mehr Rauch, als wir benötigen. Und deswegen müssen wir uns das einstellen. Am Anfang habe ich auch immer gesagt, mehr Rauch, mehr Rauch, mehr Rauch. Nein, mit der Zeit hat es wirklich gezeigt, weniger ist mehr. So, das Rohr hier außen hat 18 mm und das Rohr hat, das Luftrohr hat 10 mm. Und ich bin jetzt schon seit 4 Jahren, ich glaube, das erste Video ist rausgekommen vor 3,5 Jahren, wo ich das erkläre. Und da habe ich mit dem 60er geräuchert. Dann haben wir mit dem 80er geräuchert und jetzt habe ich mit dem 100er und fahre super Ergebnisse. Was ich euch aber noch zeigen will, kennt ihr aus meinen anderen Videos, diesen Schlauch hier. Der lässt sich halt verformen, so wie wir den brauchen. Das ist aus der Solartechnik, da ist normalerweise der andere Schlauch noch drin. Das ist, damit fange ich mir das Kondensat ab. Ihr kennt das aus meinen Videos, das passt hier prima rein, wir machen uns einen Bogen. Diesen gibt es auch bei eBay zu kaufen und ich habe jetzt die letzte Saison super Ergebnisse damit gemacht, damit lasse ich mir mal das Kondensat abtropfen. Ist ein Must-Have, sage ich mal. Vor allen Dingen, ich gehe mal kurz, im Hintergrund habe ich ja meinen Grill und hier haben wir ja, dass wir entweder hier so ein Loch haben oder hier, wo der Grillspieß halt mit dran ist. Hier könnten wir uns theoretisch diesen Schlauch mit reinlegen, zumachen und damit können wir unsere Ribs oder Pulled Pork könnten wir damit schon mal smoken oder halt andere Sachen. Dafür ist der Generator. Wir können uns eine Schlaufe legen, also hier. Wir stellen uns den Generator hin, legen von hier aus eine Schlaufe rein und smoken im Gasgrill oder im Kugelgrill oder. Fantasie sind keine Möglichkeiten gesetzt. Das muss auf jeden Fall sein. Wir kommen zu der Pumpe. Es gibt die unterschiedlichsten. Wenn ihr euch eine besorgen wollt, guckt bei Amazon oder bei eBay. Nur ein Tipp von mir. Keine Werbung, ich verdiene dadurch nichts. Ihr seht ja auch, ich habe keine Affiliate-Links. Geht nicht in so eine Zuhandlung, da zahlt ihr locker 30, 40 Euro für dieselbe Leistung, also von der Stärke. Hier seid ihr so ungefähr, ich sag mal, ohne Schläuche und Winkelstücke seid ihr bei ca. 14, 15 Euro. Und mit dem ganzen Zubehör bis 20 Euro. Und da zahlt ihr aber ab 30 Euro in so einer Zuhandlung. Die wird aber jetzt nochmal nachgekauft. Freunde, oft werde ich gefragt, wie ist das eigentlich mit dem Räuchern mit Pellets? So wie der Generator ist, ist das nicht möglich. Es gibt Pellets zum Smoken für Pelletsmoker. Die gibt es in Kirsche, in Nuss, in allen verschiedenen Möglichkeiten, in so 12 Kilo Eimern. Der Markus von Barbecue Leaks, mit dem habe ich Kontakt gehabt, wir haben uns da was überlegt, er hat sich was überlegt, ich habe mir was überlegt, das werde ich euch auch vorstellen in einem kurzen Clip. Und eventuell bin ich auch im Überlegen, sowas halt auch herzustellen und eventuell für ein paar Euro anzubieten, damit man Pellets auch im Generator verbrennen kann, mit den Pellets räuchern oder smoken kann. Das kommt aber dann separat. Ich habe es schon ausprobiert und es funktioniert. Aber man braucht da natürlich so einen Einsatz für. Und eigentlich habe ich alles erzählt. Der Generator ist in 5 Minuten auf voller Leistung. Und wir könnten nochmal separat nochmal eine Bauanleitung machen, dass ich euch das nochmal alles zeige. Also nicht den Schritt für Schritt, weil das wäre wirklich, das würde ausarten in Stunden, weil so ein Generator, der braucht ungefähr 1,5 bis 2 Stunden, bis er fertig ist, wenn nicht sogar länger. Weil ihr seht schon, der ist hier aufpoliert, richtig von mir. Die werden gebeizt und aufpoliert. Und der, so sieht er aus nach dem Schweißen. Genauso wie der hier. Da muss echt noch Hand angelegt werden. Das ist alles Handarbeit. Wir schneiden die Röhrchen, wir schneiden die Verschraubungen. Die Bodenplatten, die werden jetzt mittlerweile gelasert in 3 mm. Und hier diese, die gibt es übrigens nirgendwo so zu kaufen. So,
gibt es die nirgendwo zu kaufen. Und das ist auch kein Aufsatz, der aufgeschweißt ist. Nein, die werden so in Form gebracht von uns. Das ist echt viel, es ist Liebe, es ist, das ist mein Baby, was wir damals, nach meinen Kindern natürlich, die wir, ja, da ist echt viel, viel Leidenschaft drin. Und Freunde, wir überlegen uns wirklich nochmal so ein schönes Video zu machen. Damals habe ich so im Keller gemacht mit der Bauanleitung, das konnte man nicht so zeigen, weil ich ja alleine gefilmt habe. Jetzt, wo wir zu zweit sind, werden wir nochmal eine separate Bauanleitung machen. Eher zum Herbst, denke ich, wenn die Räucherzeit wieder richtig anfängt. Und wenn ihr gar keine Möglichkeit, sowas zu bauen habt, dann meldet euch, ich werde euch eine E-Mail hinterlassen, E-Mail-Adresse, schreibt mich an und eventuell kann ich euch behilflich sein. Ihr seht, ich habe jetzt noch drei stehen, wollte unbedingt ein Video machen, deswegen sollten es nochmal die Drillinge sein, weil ich benutze mittlerweile nur den 100er oder den 80er, je nachdem, was ich mache. Freunde, das ist der Generator, wir wollten nochmal so eine Auffrischung machen, weil damals war das wirklich so, dass, ja, das war, glaube ich, mein zweites Video, was ich gemacht habe, und da war mehr schlecht als recht, mehr Gestolperer. Und heute kenne ich mich richtig aus und egal, was für eine Frage. Jetzt nur mal kurz zum Beispiel, ganz, ganz schnell schrieb mal einer, ich habe mir den Generator nachgebaut, ist das normal, dass der hier Flammen spuckt? Sofort wusste ich, wo sein Problem ist. Er hat nur so viele Chips reingemacht, um zu prüfen, ob der überhaupt funktioniert. Der zieht dann irgendwie ganz komisch Luft, ich kann euch das nicht erklären, aber er spuckt dann richtig Flammen hier raus. Der Generator muss mindestens halb voll gefüllt sein, dann funktioniert alles. Er schrieb mir dann auch sofort, ich bin von der Arbeit gekommen, habe sofort ausprobiert, vielen Dank, es funktioniert. Freunde, Fragen, sonst was, schreibt mir unten hin, ich werde euch die beantworten, weil das ist wirklich, das Räuchern ist sogar noch vor dem Grillen, wobei Grillen ist auch schon ganz oben. Und wenn ihr gar keine Möglichkeit habt, meldet euch einfach. Ich versuche es irgendwie einzurichten, dass ich euch helfen kann. In diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich konnte euch irgendwie erklären, wieso die Größen, was man damit so machen kann. Und bis dahin, bis zum nächsten Video.